Willkommen, willkommen aus München, mal wieder mit einem Unboxing und Testvideo in einem. Und zwar geht es um das bekannte oder gehypte Produkt von HP, dem Sprocket. Sprocket ist ein kleiner Drucker mit Zink-Technologie, Z-Ink, Zero Ink, hier auch gern genannt. Das sieht hier oben an dem kleinen Logo. Heißt, ihr legt kleine Papiere in den Mini-Drucker ein und der druckt natürlich nicht per Tintenstrahl oder Laser oder so ähnlich auf das Papier, sondern im Papier drin ist schon alles drin, sozusagen beinhaltet, was man zum Bedrucken braucht. Also dort reagiert das Papier auf Hitze und entwickelt dann Bilder, damit ihr so kleine süße Bilder drucken könnt, wie zum Beispiel hier von meinem Steak, was ihr vielleicht bei Instagram schon gesehen habt, weil da habe ich das gleiche Bild online. Dann bei der HP Zink Papierlösung. Hier hinten könnte man jetzt die Rückseite abmachen und irgendwo hinkleben. Also ihr könnt super Fotokollagen mit dem HP Sprocket machen. Den es natürlich nicht nur in Weiß gibt mit dieser goldenen Farbe, sondern auch noch in Schwarz mit einer silbernen Farbe. Ich habe jetzt mal hier beide für euch, die ihr dann im Test noch aus der Nähe euch anschauen könnt. Aber im Unboxing zeige ich euch jetzt mal nur ganz kurz, was ihr drin so vorfindet, wenn ihr für 130 Euro so einen Mini-Drucker kauft in einer von den beiden Farben. An sich können wir loslegen auf der Rückseite, da seht ihr die technischen Daten, die eigentlich nicht so technisch sind, weil es geht uns natürlich nicht darum, welche Auflösung und so hier die Bilder haben, sondern nur wie groß sie sind. 2x3 Zoll, das sind 5 cm mal 7,6 cm, beziehungsweise, habe ich das jetzt falsch gerechnet? Doch, 5 mal 7,6. 10 Papiere sind gleich in der Verpackung inklusive mit dabei und es dauert wirklich nur ein paar Sekündchen, bis ihr euer erstes Foto anschauen könnt. Papier, wie gesagt, 10 ist mit dabei, aber nochmal 20 Papiere kosten 12 Euro von HP direkt. Ihr könnt aber auch andere Zink, Z-Ink Papierstücke oder Module sozusagen bestellen, die auch hier reinpassen. Die funktionieren natürlich auch. Was muss man noch so wissen? Ganz einfach, ungefähr 50 Papiere könnt ihr drucken, also Bilder könnt ihr drucken mit einer Akkuladung. Der Akku wird über Micro-USB aufgeladen, das zeige ich euch mal aus der Nähe, wenn ich euch das Produkt hier zeige, das seht ihr hier. Also wir haben hier einmal einen Micro-USB-Anschluss zum Aufladen, eine LED, die uns zeigt, ja, das Gerät ist an. Und dann können wir uns das hier irgendwo umhängen oder irgendwo hinhängen. Hier steht nochmal Z-Ink drauf und sonst seitlich und auf keiner Seite sehen wir eigentlich hier noch irgendwas Spannendes. Auf der Unterseite steht hier nochmal HP Sprocket so als Webseiten-Link drauf. Auf manchen Geräten ist auch nochmal so ein QR-Code drauf. Aber ansonsten von vorne auch nochmal das große HP-Logo und dass da Sprocket steht. Hier vorne kommen die Papiere raus, das seht ihr gleich, wenn wir ein bisschen Nahaufnahme machen und ein bisschen drucken und euch die App zeigen, die ich euch hier unter Android ganz kurz demonstrieren werde. Und man kann die Oberseite, wie ihr sehen könnt, ganz einfach lösen. Also so ist das Gerät und wenn ihr es einfach nach oben schiebt, so, dann seht ihr, die Oberseite schiebt sich ein bisschen nach oben. Und dann kann man das Ganze abheben. Hier, das druckt dann, hier dieses Plastikstück druckt das Papier mal unten, damit es auch schön durch den Schlitz dann durchkommt bei dem Drucker. Und hier kann man das Papier sehen, was mit der glitzernden Seite nach oben ist. Da ist auch schon ein bisschen Schmutz drin. Natürlich, wenn ihr das Gerät auspackt, beziehungsweise hier die Verpackung auspackt von dem Gerät selbst, was ich wie gesagt hier in dem kurzen Unboxing am Anfang machen werde jetzt. Es ist eine Verpackung mit dabei, die zeige ich euch gleich, beziehungsweise ich glaube, die liegt hier irgendwo. Genau. Das würde dann so ausschauen. Also ihr kriegt so eine Verpackung. Die macht ihr auf und da sind 11 Seiten drin. 10 Seiten sind weiß, eine Seite ist blau. Die blaue Seite schaut so aus. Denn nach allen 10 Seiten solltet ihr den Kopf sozusagen drinnen, der natürlich das Papier erhitzt, sauber machen. Und das macht ihr mit so einem Papier. Das legt ihr rein mit der Schriftseite nach unten. Und natürlich dann lasst es einmal durchlaufen. Der Drucker sozusagen erkennt das direkt und wird dann natürlich da nichts draufdrucken. Also, was bekommt ihr noch außer diesen kleinen putzigen Paketen? Ganz einfach, hier war der Drucker drin, den habe ich euch gerade gezeigt. Dann haben wir so eine kleine Platzhalterung. Wie gesagt, hier die Papierlösung, dann ein Micro-USB-Kabel. Es stimmt, glaube ich, um die 30 cm und dann noch was zu lesen. So, dann haben wir das Unboxing auch schon hinter uns. Ganz kurz noch, ihr könnt natürlich nicht nur 20, sondern auch 50er Papier kaufen. Ich glaube 50 kosten, das habe ich glaube ich hier irgendwo gerade gesehen, von Polaroid in der gleichen Größe 30 Euro. Also ihr spart euch sozusagen eigentlich gar nicht viel, weil wie gesagt 20 kosten 12 Euro. Also spart man sich eigentlich vielleicht ein, zwei Eurochen, wenn ihr mehr davon kauft. Aber auf jeden Fall ein cooler Party-Gag. Ich zeige euch jetzt am besten aus der Nähe, wie man druckt, wie man in der App alles Mögliche auswählt. Und ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Mir macht das super Laune und drucken wir mal irgendwas Cooles aus.
So, dann machen wir mal weiter hier mit der App und ich zeige euch mal ein bisschen, wie das Einrichten geht, das Drucken geht natürlich und wie das Ergebnis ist. Ihr habt ja schon mein Steak-Bild kurz gesehen. Ungefähr in der Größe bzw. in der Qualität werden dann gleich hier die Bilder ausgespuckt von dem HP Sprocket. Gut, dann legen wir los hier mit einmal Android. Da habe ich die App schon runtergeladen. Hier seht ihr es, so ein weißes Ding, wo dann HP Sprocket draufsteht. Da kann ich jetzt hier mal ganz kurz reingehen. Ich habe Bluetooth angemacht auf meinem Handy und dann werde ich gleich gefragt, wo will ich meine Bilder herholen. Will ich Instagram, Facebook, Flickr oder mein Album benutzen? Ihr seht kein Dropbox oder ähnliches, aber HP hat gesagt, quartalig, also alle 2-3 Monate wollen sie auf jeden Fall ein, zwei App-Updates rausbringen und dann natürlich neue Dienste und weitere Sachen hinzufügen. Das ist schon mal super. Wenn ihr nicht Android benutzen wollt, natürlich geht das Ganze auch unter iOS. Heißt, ihr habt hier ein Tablet zum Beispiel. In meinem Fall ist das das iPad Mini. Und dann könnt ihr ganz einfach auch hier die App natürlich benutzen und dann durch eure Bilder zu Hause gehen, die ihr zum Beispiel lokal gespeichert habt, auf dem Gerät und dann hier loslegen. Also wenn ihr zum ersten Mal die App aufmacht, wird es so ausschauen. In meinem Fall jetzt gerade auf Englisch. Gibt es natürlich auch auf Deutsch. Ich habe nur mein Betriebssystem auf Englisch gestellt. Damals, wie ihr sehen könnt, ich soll es erstmal das Papier einlegen. Wie gesagt, blaues Papier nach unten und dann das restliche Papier so, dass natürlich die glitzernde Seite nach oben schaut. Dann, wenn wir zum nächsten Schritt kommen, machen wir einfach den Drucker an. Ich mache auch gleich den weißen Drucker an und dann sollen wir uns einfach verbinden in der App unter iOS scheinbar, unter Android werden wir auch in der App ganz einfach uns verbinden können. Zeige ich euch gleich. So, wenn ich mehr Hilfe brauche, unten drauf gehen, wenn ich einfach in die App rein will, dann hier auf Go to App klicken, dann nochmal hier die Kamera bestätigen, ja, dass da die App das benutzen darf, aber an sich lassen wir das iPad mal auf der Seite, das ist ein bisschen zu groß und zu overkill. Wir legen jetzt mal hier los mit dem kleinen Gerät, wo jetzt einfach mal, ups, Entschuldigung, das Schwarze ist umgekippt, halb so wild, wir machen jetzt hier mal das Weiße an. Wenn es an ist, dann leuchtet es hier oben weiß, sinnvoll, okay. Und dann gehen wir hier, ich will aus meinem Album ein Foto vielleicht drucken und wir können hier oben auf die drei Striche draufgehen und dann zum Beispiel ganz einfach hier die Sprockets in der Nähe anschauen. In unserem Fall wäre das das 82D9. Den Namen können wir aktuell noch nicht ändern von unseren Sprockets, also wenn 10 eurer Freunde mit dem gleichen Drucker rumlaufen, müsst ihr wissen, welche SSID euer Bluetooth-Gerät hat. So, jetzt sind wir verbunden, 100% Akku, ich habe es aufgeladen, nach 5 Minuten geht sie von alleine aus, die Sprocket, und wir sehen können die MAC-Adresse, die letzten 4 Ziffern stehen hier nochmal oben drin und ansonsten immer Firmware-Version und so weiter steht hier alles mit dabei. Wie gesagt, hier auch alles auf Englisch und hier können wir dann oben auswählen, ob ich mich mit anderen Diensten verbinden will. Ich bleibe jetzt einfach mal bei all meinen Bildern und gehe hier auf eins, was ich vorhin geschossen habe. Ich habe hier mal schön Tech auf mein Auto weggekratzt und da kann ich jetzt einfach sagen, drucken hier unten, dann würde er gleich anfangen zu drucken oder ich sage, ich will editieren, also bearbeiten. Gut, ich drehe es mal zurück. Auch wenn das Bild jetzt schräg ist, ich kann jetzt hier nicht nur Kontrastwerte und natürlich so coole Filter einsetzen. So, machen wir das Ganze mal hier so rötlich. Nein, schaut verrückt aus. Zu blau auch. Zu hell. Eigentlich war es vom Original her okay. Also das lassen wir jetzt mal hier. Machen wir X. Und wir können jetzt hier natürlich noch so einen Rahmen drumherum bauen. Einfach nur einen Rahmen unten hin. Ich könnte natürlich das Bild auch drehen. Wir machen das jetzt einfach mal mit... Womit mache ich das? Wir sehen, es sind ganz schön viele da. Grün. Rot. Eigentlich das Rote drumherum war okay. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal so. Und dann kann ich hier auch noch natürlich croppen. Drehen geht wahrscheinlich auch noch irgendwo. Ich kann auch noch einen Text dazu schreiben. Bla 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 bla. Ja, dann könnte ich den jetzt hier einfach verschieben, drehen natürlich, kleiner, größer machen, ähnlich wie wir das von unseren Social Media Apps kennen. Den Text mache ich jetzt aber trotzdem nochmal weg. Ups, nein. Wie ich den wegkriege, ist hier unten Delete drücken und dann gibt es noch Sticker. Jetzt aktuell weihnachtlich am Anfang, aber natürlich gibt es noch viele andere Themen. Hanukkah ist jetzt nicht ganz mein Ding. Ich kann jetzt hier, was kann ich noch machen? Machen wir einfach mal einen Muffin. So. Muffins und Technik gehen gut miteinander. Hier oben hin. Machen den hier.
Gut, dann bin ich fertig. Okay. Und dann kann ich hier unten auf Drucken gehen. Ich kann auch sharen, ich kann auch speichern natürlich. Und wenn ich jetzt auf Drucken gehe, dann müsste hier ganz langsam der Drucker gleich das Papier ausspucken. Sending to Sprocket Printer, das Ganze über Bluetooth, wie ihr gemerkt habt. Was das grüne Icon hier unten soll, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das heißt, es würde gerade gedruckt. Jetzt hört ihr das kleine Rauschen. Wir sind in einer ruhigen Umgebung, deswegen hört man es jetzt relativ deutlich. Aber hier kommt das Bild auch schon rausgeschossen. Hier ist ich. So. Jetzt kann es noch ein bisschen trocknen. Das Ganze ist ein bisschen blasser als im Original, aber sieht schon mal sehr gut aus für Fun-Fotos. Wie gesagt, auf jeden Fall einsetzbar. Und jetzt kann ich das hier einfach hinten auch abmachen. Wenn ich das irgendwo einkleben will, kennt das ja ein bisschen hier an den Kanten rum. Friemeln. Irgendwann kriege ich dann die Rückseite ab. Und dann kann ich das irgendwo hinkleben. Wo soll ich das jetzt hinkleben? Gute Frage. Ich kann das jetzt hier zum Beispiel an die Verpackung kleben. Ich kann es auch einfach irgendwo hinkleben. Ich habe jetzt mal hier sowas, da kriege ich es ein bisschen leichter wieder ab. Und dann natürlich bleibt es dran kleben. Gut, das war es ja auch schon mit dem HP Sprocket. 120 Euro, kostenlose App, iOS und Android. Und schwarz oder weiß von der Farbe her verfügbar. Ihr habt es gesehen. Mein Name ist Balaschka, wenn ihr das zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal.